Hallo liebe Kinder, ich bin's, eure Fiona vom Kimiki-Team. Eigentlich würden wir schon bald unseren Ostermontagsgottesdienst zusammen feiern. Doch das geht ja jetzt leider nicht. Naja, jedenfalls geht es nicht hier in der Kirche. Da ist es doch gut, dass wir das Internet, Laptops und Handys mit YouTube haben. Sonst könnte ich ja jetzt nicht zu euch sprechen. Ja, Corona macht mich auch echt sauer. Wie gerne würde ich jetzt mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Und jetzt bin ich hier alleine in der Kirche. Keine Lilly und kein Kerki, die sich streiten. Keine Klangkörper und kein Julius. Trotzdem versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und ganz allein bin ich ja trotzdem nicht. Denn Gott ist ja überall. Da bin ich nicht alleine. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass Fiona sich alleine vorkommt. Oft stehen wir ja vorne eher zu zweit. Ich bin übrigens Sophie. Doch nun müssen wir uns abwechseln, damit wir zu euch sprechen können. Aber eigentlich ist es ja auch mal ganz interessant, so einen Kimiki zu filmen. So etwas haben wir noch nie gemacht. Und damit auch etwas Kimiki-Stimmung aufkommt, zünde ich jetzt noch die Kerzen an. Wir sind hier zusammengekommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lieber Gott, alles Leben kommt von dir. Jetzt im Frühling singen die Vögel, an Bäumen wachsen grüne Blätter, Blumen fangen an zu blühen. Und doch ist die Welt ganz anders geworden. Wir müssen uns vor einer Krankheit schützen. Deswegen sind viele Kontakte nicht mehr möglich. So gerne würde ich mich mit meinen Freunden treffen. Mir fällt es schwer, das alles zu verstehen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, Regeln zu beachten und fest zusammenzuhalten. Ich brauche keine Angst zu haben. Du bist bei mir. Und Menschen überall auf der Welt setzen sich für Gesundheit und Heilung ein. Ich bitte dich, gib allen Verantwortlichen deinen Heiligen Geist. Lass mich stark sein, wenn Sorgen mich quälen. Hilf mir, vorsichtig und hilfsbereit zu sein. Schenke mir viele Ideen, die freie Zeit zu gestalten. Gott segne und behüte mich und alle, die ich lieb habe. Amen. Liebe Kinder, also ich finde, Kimiki ohne Lilly und Kerki geht ja mal gar nicht. Deshalb habe ich mir etwas einfallen lassen. Ich habe den beiden eine Nachricht geschickt, dass wir einen Film drehen. Aber wie ich Kerki kenne, hat er davon gar keinen Plan. Ich habe die Kamera einfach mal in der Kirche stehen gelassen. Und gleich können wir uns ansehen, was mit den beiden passiert ist. Hallo Kinder, hallo liebe Gemeinde. Hallo? Wo seid ihr denn alle? Lilly, Lilly, komm mal schnell. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, das ist echt gruselig. Hey Kerki, was soll denn das Gebrüll? Lilly, siehst du das hier nicht? Hier stimmt was nicht. Was soll denn hier nicht stimmen? Jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen. Sonst bist du doch immer die Schlaumaus und ich der dumme Rabe, der auf dem Schnabel, auf dem Schlauch steht. Lilly, wir haben Kimki hier heute in der Kirche, aber es sind gar keine Kinder da. Und Soso ist auch nicht da und Fiona auch nicht. Und die Klangkörper sind auch nicht da. Müssen wir jetzt alleine singen? Das willst du bestimmt nicht hören. Und was zum Rahmen hast du da eigentlich an? Karneval ist doch schon längst vorbei. Und wieso bist du so weit weg von mir? Ich kann mal eben rübergeflogen. Oh nein, Kerki, du bleibst, wo du bist. Komm bloß nicht näher. Aber warum denn? So weit waren wir noch nie voneinander weg. Das laute Sprechen ist so anstrengend. Sag mal, Kerki, was hast du eigentlich in den letzten Wochen so gemacht? Siehst du denn keine Rabenschau? Bist du echt nicht informiert? Wo ich war? Ich war die letzten 2 Wochen mit Rudi im Skiurlaub in Österreich. Das war so toll. Doch der Rudi, der war beim Abflug gar nicht so gut drauf. Der hat es gerade noch nach Eidekirch in die Kirche geschafft. Dort hat er nämlich sein Nest. Unterwegs musste der Arme immer zu husten und er ist ganz blass geworden. Hoffentlich hat er nicht die Vogelgrippe. Und nein, ich sehe keine Waffenschau. Die
Und du warst bis gestern noch im Skiurlaub mit Rudi, der jetzt krank ist. Jetzt müssen wir alle für mindestens 2 Wochen in Quarantäne. Oh Maus, und ich habe vergessen, Käse zu hamstern. Hä? Ich verstehe gar nichts. Kara, was? Und wieso willst du mit einem Käse den Hamster, mit einem Hamster den Käseteil essen? Was? Oje, wie soll ich dir das denn jetzt erklären? Der Rudi, der hat wahrscheinlich keine Vogelgrippe, sondern den Coronavirus. Das ist ein neues Virus und dafür gibt es noch keine Medikamente. Nein. Doch. Oh. Lass den Quatsch, Kerki. Das ist nicht lustig. Rudi ist noch jung und hat auch noch keine schlimme Krankheit gehabt. Deshalb wird er auch bestimmt ganz schnell wieder gesund. Hoffentlich hast du recht. Ich muss sofort zu ihm fliegen und ihn gesund pflegen. Nein, Kerki, das darfst du nicht. Das müssen jetzt seine Eltern machen. Die haben bestimmt die Rabenschau gesehen und wissen, was zu tun ist. Corona ist ganz doll ansteckend. Und wie kann man sich anstecken? Wenn man zum Beispiel husten oder niesen muss und sich die Hände oder Flügel vor den Schnabel hält und dann dem Nachbarn die Hand oder den Flügel gibt. Denn daran klebt der Coronavirus und kann so verbreitet werden. Du solltest auch mit keinem anderen Raben schnäbeln. Ey, ich bin doch noch ein Jungrabe. So ein Schweinskerl machen doch nur die großen, anderen Raben schnäbeln. Und damit ich mich bei keinem anderen anstecken kann, trage ich diesen Mundschutz. Und ich wasche mir ganz oft meine Pfoten. Und ich halte Abstand zu den Leuten. Und da du mit dem Rudi unterwegs warst und dich vielleicht angesteckt hast, musst du nun in Quarantäne. Das bedeutet, dass du nun erst einmal zu Hause bleiben musst. Du darfst nicht umherfliegen und andere besuchen. Du könntest ja jemanden anstecken. Das heißt, die Menschen, die heute zum Kimiki kommen sollten, sind alle zu Hause? Ja, damit weniger Menschen angesteckt werden. Die Kirchenmäusebande müsste auch abgesagt werden. Das ist ja voll traurig. Was machen denn nun die Kinder zu Hause? Die langweilen sich doch bestimmt. Ja, liebe Kinder, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Aber bestimmt gibt es auch zu Hause viele Sachen, die ihr machen könnt. Echt? Was können die denn schon zu Hause machen? Die kommen doch extra hierhin, weil es doch zu Hause so langweilig ist. Also, ich habe da ein paar Ideen für euch. Ihr könnt zum Beispiel ein gutes Buch lesen. Meine Empfehlung, die Bibel in kindergerechter Sprache oder Harry Potter oder andere spannende Bücher. Ihr könnt mir oder euren Freunden oder vielleicht sogar den Großeltern ein Bild malen oder etwas Frühlingshaftes basteln. Ich habe ganz viele Spiele im Kirchenkeller. Wir können auch was spielen, Kerki. Und bestimmt habt ihr auch Hausaufgaben auf. Oder ihr räumt euer Zimmer um und macht es euch so richtig schön. Ich habe meine Mäusehöhle auch umgeräumt. Oh, das ist eine tolle Idee. Ich stelle mein Nest auch woanders hin. Vielleicht in die Kanzel oder auf den Abendmahlstisch. Der wird ja eh in den nächsten Wochen nicht benutzt. Oder noch viel besser, ich ziehe in die Küche. Dann bin ich direkt an der Plätzchenquelle. Die müssen ja gegessen werden, sonst wird es schlecht. Lass das nur nicht Frau Wolle, Frau Latour oder Julius hören. Mit dem Nest quer durch die Kirche ziehen. Na, mir soll's egal sein, solange du mindestens 1,5 Meter Abstand von mir hältst. So, liebe Kinder, wir sehen und hören uns hoffentlich zu Ostern wieder. Wie kommst du darauf und warum sprichst du eigentlich zu den Kindern? Schau doch mal nach vorne, da. Und jetzt lächeln, du bist die ganze Zeit gefilmt worden. Oh Gott, wie peinlich. Tschüss, Kinder, und bleib gesund. So, liebe Kinder, jetzt ist unsere Andacht fast zu Ende. Also ich hoffe auch, dass Ostern nicht ausfällt. Jesus' Auferstehung können wir auf jeden Fall auch mit Corona feiern. Das Osterfest wird halt dieses Jahr etwas anders. Doch ich denke, wir werden auch dieses Jahr ein schönes Osterfest zu Hause haben. Und Eier können wir trotzdem in unserem Garten oder Haus suchen. Wichtig ist aber, dass wir vor lauter Suchen nicht dabei die Auferstehung von Jesus vergessen. Doch dazu werden wir bestimmt noch eine extra Kimiki-Andacht aufnehmen. Und jetzt kommt noch der Segen von Fiona. Gott segne uns in dieser besonderen Zeit. Er sende seinen Heiligen Geist zu allen Menschen in allen Ländern dieser Erde. Er hebt seine schützenden Hände über uns und trage diejenigen, die in dieser schweren Zeit nicht mehr alleine weiter wissen und voller Angst sind. Wir stellen uns voller Hoffnung unter seinen guten Segen, dem Vater, dem Sohn
und dem Heiligen Geist. Amen.